Willkommen zu Episode 16 von Forcecom Talks, meinem Gaming-Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die gespielten Games und News von dieser Woche. Starten wir Play This Week auf dem PC mit FIFA 14. In dieser Woche habe ich es geschafft, zur Winterpause zu kommen, bin immer noch im allerersten Jahr. Und leider, wie in jedem Jahr, egal ob bei FIFA oder bei PES, fällt mir ein großer negativer Punkt auf. Und zwar, mir fehlen einfach die Optionen, die die anderen beiden Fußballmanager einbieten. Und zwar, ich spiele bei FIFA 14 den Karrieremodus als Manager, das heißt, man muss seine Mannschaft verwalten, spielt aber auch gleichzeitig mit der Mannschaft selbst. Und dabei ist es halt so, man muss halt Leute scouten, muss halt die Jugend vorbereiten, muss die eigenen Spieler, die im Hauptkader sind, halt bei Laune behalten, das heißt, also, sie müssen spielen und so weiter und so fort. Und eine Sache ist, dass ebenfalls die Nachrichten existieren und die Nachrichten können Gerüchte verbreiten und das kann die Spieler tatsächlich beeinflussen. Und am Anfang war es dann halt wirklich so, der Götze wurde verpflichtet bei mir und dann kam halt die News, Schweinsteiger jetzt vom Absprung. Und auf einmal kam dann halt die Nachricht in mein Postfach an, dass Schweinsteiger darum bittet, dass er doch weiterspielen dürfte und er wird versuchen, sich gegen Götze durchzusetzen. Wie die weniger Fußballwissenden, Götze spielt offensives Mittelfeld, also mehr im Sturmbereich, wohingegen Schweinsteiger eher zentral oder defensives Mittelfeld spielt. Also die spielen nicht auf der gleichen Position und ich habe keine Möglichkeit, zu Schweinsteiger hinzugehen, zu sagen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ihr spielt nicht gleiche Position oder ähnliches. Und dementsprechend hatte ich dann wirklich das Problem, dass der vielleicht für die Hälfte der ersten Hälfte der Fußballsaison total paranoid war und das hat halt Moralabzug gegeben. Gleiches Problem war dann später bei Alaba, der spielt linke Verteidiger und auf einmal hieß es, oh, ich habe Heimweh, hudi hudi hadi da. Und beim Fußballmanager war es dann so, dass man hingehen konnte und Leute, die entweder die gleiche Sprache sprechen oder aus der gleichen Nation sind, dass man hingehen kann, ey, kümmere dich bitte mal um den Alaba, der hat sich noch nicht so richtig eingefunden, obwohl Alaba schon mehrere Jahre jetzt beim FC Bayern spielt und eigentlich sollte da kein Heimweh auftreten, aber gut. Und da kann man halt einfach hingehen und sagen, hier, ich schicke dir ein paar Leute als Unterstützung, damit du dich ein bisschen besser einfindest. Und die Option fehlt ebenfalls. Und da hätte es jetzt zum Beispiel passieren können, dass Alaba sagt, ich halte es einfach nicht mehr aus, ich möchte bitte wechseln. Und das ist natürlich scheiße, denn bei mir hat er immer gespielt, er ist Stammspieler, er ist richtig gut, er ist ein Spieler, der über die nächsten Jahre diese Position dominieren wird. Und dann wegen einem zufälligen Event, dass er dann auf einmal abhaut, finde ich ein bisschen blöd, wenn ich zumindest nichts dagegen machen kann. Ich habe nämlich zum Beispiel in der Winterpause dann, glaube ich, 5 Tage vor Schluss das angenehme Ereignis gehabt, dass Manuel Neuer, mein Stammtorhüter, einer der mitbesten im Spiel, ich glaube auf Platz 3, 4, 5 so, der besten Torhüter, der wollte auf einmal weg. Es gab keine wirkliche Ankündigung, hat er gesagt, ja, ich weiß, die Position, der Zeitpunkt ist nicht der beste, aber ich möchte weg. Und man könnte natürlich jetzt sagen, nee, das mache ich nicht, habe aber gesagt, okay, gibst du den weg und Chris hat eigentlich doch relativ viel Geld, Manuel Neuer, wie gesagt, Top 5 ohne Probleme und habe den dann halt auf Transfermarkt gestellt und auch Barcelona und Real Madrid sofort losgesprintet, haben ein Angebot gegeben über, na, wie viel würdet ihr sagen, genau, 11 Millionen. Ich so, what? Hab mir seinen Marktwert angeguckt, 12,5, ist immer noch nicht wirklich viel, aber ich dachte, 12,5 hat immer noch Vertrag, auch wenn er weg möchte, da kann man doch etwas mehr verlangen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr so sagen würdet, was okay wäre für einen Spieler, der Top 5 ist, noch ein paar Jahre Vertrag hat, aber weg möchte. Ich hatte bei den beiden versucht, 20 Millionen rauszukitzeln. Das haben sie sofort abgesagt. Und da habe ich gesagt, ja, okay, schade. Vielleicht kommen die nochmal und dann versucht man vielleicht 15. Das vielleicht geht noch gerade so. Aber auf einmal kam mein Vorstand an und sagt, die 11 Millionen werden wir dann doch annehmen. Hier mit dem, viel Spaß mit dem Geld. Und das war ein bisschen blöd, denn wie gesagt, der ist mehr wert von Marktwert und es gab auch keinen wirklichen Grund, den unterm Wert zu verkaufen. Ist ja nicht so, als wäre es gerade sein allerletztes Jahr, wo man nochmal versucht, vielleicht das Geld aus ihm rauszukitzeln, bevor er halt komplett verschwindet aus dem Verein. Und das war dann halt wirklich doof, denn ich habe 11 Millionen plus auf einmal nur bekommen, was man vielleicht sagt, man hätte vielleicht 15 bekommen können oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann war es dann halt so, dass ich mit diesen 11 Millionen halt gucken musste, wen ich mir hole. Und ich habe eigentlich die beste Alternative gefunden gehabt, und zwar Ter Stegen von Gladbach. Der hat 9 Millionen mir gekostet und ist mit 21 bereits auf dem 80er-Niveau, wo Neuer mit 28 auf 88, glaube ich, war. Und Herr Ter Stegen ist auch noch in einer Entwicklungsphase, das heißt, der wird definitiv auch noch nach oben springen. Und
wenn es vielleicht alles gut läuft, sogar würde er noch besser als Manuel Neuer. Also dementsprechend denke ich, dass das ein guter Transfer. Jedoch hätte ich mir einfach gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Transfererlöse bekommen als 11 Millionen. Als nächstes springen wir zur PlayStation 3 und zwar One Piece Pirate Warrior 2. Ich hatte damals den ersten Teil gespielt und jetzt bin ich auf den zweiten übergegangen und ich muss einfach sagen, das Spiel ist so viel besser. Es gibt mehr Charaktere, die man spielen kann. Ursprünglich waren es glaube ich so 12 oder sowas, jetzt sind es 32, 33 oder irgend sowas. Die Maps sind bei weitem größer, also ganz kurz nochmal um zu erklären, Pirate Warrior ist im Endeffekt Dynasty Warriors, nur mit One Piece als Team. Und auf jeden Fall, die Maps sind bei weitem größer, es gibt viel mehr Gegner und durch die ganzen Charaktere und die unterschiedlichen Gegner, die man antreffen kann, ist es einfach bei weitem angenehmer zu spielen. Gleichzeitig war es so, im ersten Teil gab es Münzen, die man finden konnte. Das Münzsystem habe ich nie verstanden gehabt. Man konnte Münzen finden für eine Anzahl von Gegnern, die man besiegt hat. Man konnte Münzen finden für irgendwelche Ausrufezeichen und noch irgendwelche. Und das System war nie richtig erklärt worden. Und in dem Spiel, im Nachfolger, ist es jetzt so, dass man in jeder Map 3 Feste finden kann. Das heißt, man muss irgendwelche Konditionen erfüllen, die man einfach nachgucken kann. Und gleichzeitig ist es auch so, dass man, wenn man gewisse Sachen erreicht, einfach einen Gegner zum Beispiel besiegt, dann kann eine Kiste spawnen und da können wiederum Münzen drin sein. Und gleichzeitig wurde auch das System hinter den Münzen selbst verändert. Ursprünglich war es so, dass man halt, wenn man Level-Ups hat, diese Münzen nutzen kann. Da gibt es halt bestimmte Sachen, wenn Charakter A Waffe A hat und die nebeneinander sind, dann gibt es einen Boni. Und wenn man dann halt zum Beispiel drei von einer Art hat, die zusammenpassen, dann gibt es wiederum einen Boni. Der Gegner kann mehr Schaden machen, wenn X oder Y. Und das wurde jetzt ein bisschen angepasst, und zwar die Münzen selbst haben alle noch ein Level, das heißt, die werden immer stärker und immer nutzvoller, umso mehr man von diesen gleichen Münzen findet. Ist auch nicht schwer, die zu finden, einfach spielen und man bekommt die eigentlich regelrecht hinterhergeworfen, zum Teil sogar zwei, drei in der gleichen Map. Und die Sache ist auch noch gleichzeitig, dass das ganze System bei weitem ausgearbeitet worden ist. Es gibt nicht mehr dieses fixe, wenn du drei in einer Reihe hast, kriegst du das, sondern es ist wirklich so, du kannst bis zu 9 in einer Kette haben. Zumindest, glaube ich, kriegt man 9, wenn man das maximale Level erreicht hat. Und dann kann man die wirklich ganz mit anpassen. Dieser mit dieser Waffe. Und dann hast du vielleicht noch einen Typ, der dann auch dazu passt, dann kannst du das alles wirklich miteinander verketten und es baut sich bei weitem besser und angenehmer auf. Ein negativer Punkt, mit dem man leben muss, ist jedoch die Story. Im ersten Teil war es so, man hat die Story wirklich so verfolgt, wie es im echten war und hat sich aber ein paar Freiheiten genommen, das Ganze ein bisschen anzupassen. Im zweiten Teil ist nicht mal die erste Mission-Story relevant. Da haben sie, wie gesagt, alles ist im Universum halbwegs gehalten, Charaktere und so weiter, aber halt die Story selbst ist so überhaupt nicht mehr drin. Und das ist dann halt wirklich merkwürdig, denn das ist der Nachfolger. Man denkt halt, die Story wird halt weitergeführt aus dem ersten Teil. Und das passiert nicht. Das passiert so überhaupt nicht. Und mir ist die Kinnlade dann doch heruntergefallen, als ich auf einmal tote Charaktere in der zweiten Story auf einmal wiedergefunden habe, die halt im ersten Teil gestorben sind. Das war dann halt leicht merkwürdig, aber wie gesagt, man muss damit leben und zum Teil ist es sogar ganz gut, weil sonst hätte man die im zweiten Teil nicht spielen können. Zu den Charakteren, die man spielen kann, man hat sie wirklich im Vergleich zum Vorgänger verbessert, sie sind bei weitem angenehmer zu spielen, aber umso weiter man wirklich in das Spiel hineinkommt und umso mehr Charaktere man freischaltet, merkt man weiterhin, dass die schon so ein bisschen im ersten Teil waren, weiterhin diesen Status beibehalten, aber sie sind machbar. Aber im Vergleich zu den manch anderen, was aber nachvollziehbar ist, da sie ein bisschen das Kräfteverhältnis auch von der Serie beibehalten wollen, ist es zum Teil halt ein bisschen unangenehm, die zu spielen, wenn man weiß, der nächste nebenan ist bei weitem stärker. Bleiben wir in Japanasien, gehen aber zum Nintendo 3DS über, und zwar zu Inazuma 11.3 Bomb Blast. Ich liebe diese Spielreihe, das Spiel ist vor kurzem rausgekommen, ich habe sofort zugeschlagen, und das Spiel gefällt mir weiterhin sehr, sehr gut. Man muss aber wissen, dass es ein paar Probleme gibt, die das Spiel niemals ändern wird. So, erstmal denke ich, fangen wir grundsätzlich an, was ist Inazuma 11.3? Es ist ein Fußball-RPG, das Pokémon mit Captain Tsubasa kreuzt. Und zwar kann man 2000 Spieler finden und kann diese leveln. Und dabei bekommen sie neue Attacken bzw. halt Skills im Spiel und können sie dann halt im Spiel nutzen. So, sagt, 2000 Leute kann man rekrutieren, 100 davon können jedoch nur gleichzeitig in der Mannschaft sein. Jeden, den man rausschmeißt, verliert all seinen Level-Progress
seinen Fortschritt, den er gemacht hat. Und das heißt, wenn man den halt wieder in die Mannschaft holt, muss man halt wieder von Anfang an das Ganze machen. Und das Spiel ist halt sehr grindlastig. Und da kann es dann halt schon so ein bisschen problematisch sein. Denn der nächste Punkt, der gleich kommt, man kann Spieler nicht unbedingt gut miteinander vergleichen. Man kann sich zwar die Werte angucken, kann nachsehen, was die Werte bringen, aber man kann nicht wirklich sagen, vergleich den mit dem Spieler oder zeig mir alle Stürmer nur an oder ähnliches. Und dementsprechend, was ich bei den Vorgängern auch schon gemacht habe, in denen ich ungefähr bei beiden 300 Stunden plus investiert habe, ist Excel-Tabelle, alles auflisten, jedes Mal, wenn irgendwelche Updates über längere Zeit passiert sind, das Ganze anpassen, gucken, wie die Spieler miteinander vergleichen und dann den Rotz rauswerfen. So, das Rekrutierungssystem haben sie ebenfalls etwas überarbeitet, was zum Teil gar nicht mal so falsch ist. In 1 und 2 war es so, du hattest neben den großen Spielen 11 gegen 11, und der Story hattest du, wenn du herumläufst, die Möglichkeit, zufällige Gegner zu treffen, die dann halt in einem 4 gegen 4 gegen dich spielen. Da muss man halt unterschiedliche Aufgaben erledigen, das heißt ein Tor schießen, zwei Tore schießen, den Gegner den Ball abnehmen, den Gegner dazu bringen, dass er dir den Ball abnimmt für eine gewisse Zeit und man bekommt dafür Erfahrung. Und jedes Mal, wenn man einen neuen Gegner getroffen hat, bekommt man deren Namen und man konnte den halt scouten nach dem Suchen in einer Suchmaschine und konnte den anheuern. Das haben sie etwas angepasst und zwar hat man jetzt die Möglichkeit, wenn man gegen die spielt, dass die zufällig einfach das Interesse haben, dir beizutreten und dann bekommt man die Chance, die sofort zu bekommen. Das ist nur ein Spieler von vieren, aber es ist ein bisschen angenehmer. Das große Problem jedoch an diesen 4 gegen 4 Spielern ist meistens, dass sie halt nun mal nicht die großen starken Spieler sind. Das kann man eigentlich erwarten. Die wirklich guten sind in den Fußballvereinen und spielen halt nicht 4 gegen 4 auf der Straße. Und dementsprechend ist es meistens so, man muss halt wirklich sehr stark danach suchen, um den richtig guten in diesen Street-Teams zu finden. Und dementsprechend geht man meistens eher hin und sucht in den Fußballvereinen, die man antrifft. Und bisher, ich bin noch relativ am Anfang, was habe ich, 7 Stunden vielleicht, da ist es halt wirklich der Fall, dass ich noch nicht die Möglichkeit habe, von anderen Teams die anzuheuern. Ich weiß, dass es definitiv noch kommen wird, aber bisher ist es halt wirklich so, ich habe so die Start 16 Spieler, die halt Pflicht sind, die storyrelevant sind und jetzt gehe ich hin und habe eigentlich alles Mögliche, was mir entgegenkommt, was mit mir mitspielen möchte, rekrutiert und werde einfach dann nach einer Weile sehen, wer dann da rausgeschmissen werden muss. Ich möchte etwas auf das Gameplay eingehen und auch hier muss ich leider etwas ausholen. Jeder Charakter hat Stats, Schusskraft, Ausdauer, Geschwindigkeit und so weiter. Und er hat auch gleichzeitig zwei Balken, die, um es mal im RPG-Term zu halten, HP und Mana repräsentieren. HP ist im Endeffekt Ausdauer, die durch Laufen oder Zweikämpfe reduziert wird und ab einem gewissen Punkt ist der Spieler zu erschöpft und ist eigentlich auch nicht mehr zu gebrauchen. Mana wiederum wird für Skills genutzt, Schüsse, Dribblings, Verteidigungsaktionen von Verteidigern oder Teutern und wenn diese ebenfalls auf 0 geht, dann kann man keine Skills mehr nutzen. Gleichzeitig, wenn der Charakter Level-Ups hat oder wenn es ein story-relevanter Spieler ist, wenn man in der Story voranschreitet, kann er Skills freischalten. Jeder Charakter kann 4 Skills freischalten, die fest vorgeschrieben sind und 2 weitere, die man frei bestimmen kann. Man kann also im Endeffekt Skills kaufen und diese dann halt denen zuordnen. So, und hier hat die KI sich jetzt wirklich verbessert, das haben sie im ersten und zweiten Teil nicht hinbekommen. Und zwar die Taktik war wie folgt, man hat, egal ob Stürmer oder Mittelfeldspieler, man hat ihnen richtig schwache Schussfähigkeiten beigebracht und hat angefangen, auf den gegnerischen Torhüter einzuballern. Denn Schussfähigkeiten, also Skills, sind immer stärker als ein ganz normaler Schuss. Und da kann der Torhüter nicht hingehen und die einfach mit einer normalen Parade die fangen, sondern er muss ebenfalls mit Skills antworten, um das Ganze verhindern zu können. Und dementsprechend schwache Skills genutzt. Der Torhüter hat seine Skills, die er hat, ausgenutzt, war irgendwann auf 0 angekommen und hat dann irgendwann einfach keine Chance mehr gehabt, sich gegen die Dinger zu wehren. Und dementsprechend hat man die Spiele dann 10-12-0 ohne Probleme gewonnen. Da haben sie jetzt wie folgt Sachen geändert. Der erste Punkt ist, die KI kann es endlich ihre Spieler auszuwechseln und das funktioniert zum Teil leider auch nicht. Ich hatte wirklich jetzt schon so ein paar Trainingsspiele, wo der Torhüter dann halt nach 15 Minuten von 30 pro Halbzeit keine Mana mehr hatte und trotzdem erst ab der zweiten Halbzeit dann der Ersatztorhüter eingewechselt worden ist, wo ich dann halt schon gut 3-4 Tore einfach in der Zwischenzeit reingeballert habe. Gleichzeitig haben sie auch die Ausdauer selbst angepasst und zwar war es wirklich so, die meisten Charaktere hatten nie Ausdauerprobleme. Das einzig große Problem war immer die Mana-Bestände, dass halt Charaktere einfach zu starke Skills hatten, zu schnell aufgebraucht worden sind und dementsprechend ausgewechselt werden mussten. Hier ist jetzt so, Ausdauer ist ein wirklich großes Problem und ich habe wirklich das Problem zum Teil, dass halt manche Spieler kaum, sagen wir mal, 45 Minuten aushalten, wie gesagt von 60,
bevor sie ausgewechselt werden müssen. Und ich finde das persönlich sehr, sehr gut, denn man hatte eigentlich kaum einen wirklichen Grund, außer dass die Mana alle ist, dass man seine Spieler auswechseln muss. Einen negativen Punkt muss ich aber dann doch noch erwähnen, und zwar auch hier ist der Story-Modus komplett Banane, aber der Modus selbst ist ein bisschen freundlicher geworden. Und zwar in der Geschichte geht es nun mal um Spieler, die in der Junior heißen, das heißt 13, 14 Jahre alt gerade mal sind. Und in der Story geht es dann halt meistens da so, dass ein Bösewicht halt versucht, mit dem Sport von 13- und 14-Jährigen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und man muss sich damit einfach abfinden, muss sich auf die Sachen konzentrieren, die gut sind, und lacht einfach über den leicht bescheuerten Story-Modus. Gleichzeitig der Story-Modus selbst, wie gesagt, ist ein bisschen angenehmer geworden. Zumindest im ersten Teil war es wirklich schlimm. Da hatten viele Leute wirklich das Problem, dass sie einen Punkt erreicht haben, wo sie einfach den Gegner nicht mehr besiegen konnten. Da war es halt wirklich so, oh, wir haben das Spiel gegen XY, redet den NPC an, um das Ganze zu starten. Das Ding startet, spielt eine 15 Minuten Cutscene, so gefühlt. Und dann kommt das große Spiel und man merkt, der Gegner ist bei Weitem zu stark. Jetzt ist es wirklich so, jetzt in der dritten Teil zum Beispiel, oh, wir spielen gegen Australien. Alle in den Bus, um zum Stadion zu fahren. Und dann, wenn man am Stadion ankommt, dann ist eigentlich nochmal ein extra Screen, wo man erst das Stadion betreten muss und könnte zu jeder Zeit zurückkehren und noch gegen andere spielen, um sich vorzubereiten. Und das ist wirklich angenehm, denn man weiß zum Teil halt einfach nicht, wie stark der Gegner ist. Und da ist es halt dann ganz angenehm, dass man dann halt doch immer nochmal umkehren kann, um gegen die eine oder andere Mannschaft ein Testspiel zu machen. Verlassen wir Japan, gehen zum PC zurück, aber wir bleiben beim Sport. Und zwar NBA 2K14 ist heute früh auf Steam erschienen. Ich habe es mir bei Greenman Gaming geholt, denn ich finde, obwohl die PC-Version von NBA 2K immer noch schlecht ist, ist es immer noch das Beste, was wir bekommen können, denn es gibt keine Alternative. Whoopie. Und auf jeden Fall, erster großer Pluspunkt, in Anführungszeichen, die Anmeldung funktioniert trotz bestehendem Account. Da war zum Beispiel ein Bug im Vorgänger, wenn man das Spiel registriert hat, hat alles funktioniert. Wenn man das jedoch auf einem neuen PC installiert hat und dann sich versucht wieder anzumelden, hat das Ganze nicht funktioniert. Man hätte hingehen müssen, zum Support anschreiben, einen neuen Key beantragen, und darauf hatte ich einfach keine Lust, gerade weil auch der Wechsel meines PCs erst kurz vor dem Release von 2K14 war. Und dementsprechend hat er gesagt, scheiß drauf, ignoriere NBA 2K13, hol dir den 14er, und Gott sei Dank hat die Anmeldung auch funktioniert. Ich habe jetzt noch nicht viel gespielt, wie gesagt, es ist erst heute rausgekommen, an dem Tag, wo ich es jetzt aufnehme, am Freitag. Ich habe bisher nur das Draft-Spiel gemacht, das heißt, ich spiele den MyPlayer-Modus, was ich grundsätzlich in Sportspielen mache, diesen, du kontrollierst nur einen und du streitest halt mit ihm zusammen die Karriere von ihm. Was ist das Draftspiel? Ist relativ simpel. US-Sportarten haben die Jugendvergabe etwas anders als bei uns, wo man Jugendcamps hat und einfach die Spieler sich erkauft im Endeffekt. Da ist der Fall, dass sie sich halt zu einem Draft melden, und die schlechtesten Teams der letzten Saison haben bessere Möglichkeiten, gute Spieler zu bekommen, und die richtig guten eher weniger bis gar keine. Und auf jeden Fall ist es so, dass man halt in diesem Draftspiel halt zeigt, wie gut man ist. Und umso besser man natürlich ist, umso mehr hat man die Chance, ganz oben mit dabei zu sein. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass auch die besseren Mannschaften weiter oben landen, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit ins Detail. Eine Frage, die vermutlich jetzt aufkommt, warum sollte ich bitte gut spielen, um in einer schlechteren Mannschaft zu spielen, wenn ich doch einfach schlecht spielen kann und einer guten lande? Die einfache Antwort ist Geld. Und zwar, das Geld kann man nutzen, um seine Skills zu verbessern, und das will man natürlich haben. Und dementsprechend versucht man eh grundsätzlich mit oben dabei zu sein. Und auf jeden Fall, ich werde jetzt nicht so großartig darauf eingehen, wie dieses Spiel verlaufen ist, das war okay, aber was mir halt aufgefallen ist beim Gameplay selbst, ein großer Pluspunkt ist das Interface, das wurde überarbeitet, Übergänge sind bei Weitem angenehmer, es wirkt natürlicher wieder, und es gab auch zwei UI-Punkte, und zwar oben rechts und oben links. Standard ist immer oben rechts, dass man sehen kann, seine Note, wie man gespielt hat bisher, und auch die Stats, man hat, wie viele Punkte man gemacht hat, wie viele Assists, wie viele Rebounds und so weiter. Und man hatte die Möglichkeit, oben links ein Feedback-System zu aktivieren, das die Schüsse von einem bewertet, dass man wirklich merkt, wie früh hat man geworfen, wie viel Behinderung war bei dem Wurf dabei. Und ich muss auch gleich anmerken, das war auf der PC-Version ebenfalls zur Unendlichkeit verbuggt und fast kaum wirklich nutzbar. Oh, aber das haben sie jetzt angepasst, man kann das wieder aktivieren, aber das Ganze arbeitet sich ebenfalls oben links in das Notensystem mit ein und ist bei weitem angenehmer, denn das große Problem war beim Vorgänger, die Dinger waren nicht transparent. Das heißt, wenn ich einen Wurf hatte und mitfiebern wollte, wie gut der Wurf oder wie schlecht er war, hatte ich meistens das Problem, dass der Ball hinter das UI gegangen ist und ich nicht sehen konnte, wie der Wurf im Endeffekt zu Ende lief. Und das ist zum Teil blöd gewesen, das ist ein bisschen besser jetzt und das ist wirklich, wirklich angenehm. Ebenfalls habe ich gesehen, dass das Blocking
bei weitem angenehmer ist. Im Vorgänger war es wirklich so, du hast den Ball, du läufst auf den Korb zu, drückst halt durch Sprinten und Wurftaste gedrückt, kannst du zum Dank ansetzen. Und wenn Gott es möchte, mit seinen Würfen richtig gewürfelt hat, dann hast du die Chance, halt einen Dank zu machen. Und im Vorgänger war es so, wenn du zum Dank ansetzt, kann kein Schwein was dir machen. Wenn du den Dank wirklich machst, gibt es kaum eine Möglichkeit, den zu verlieren. Jetzt ist es wirklich so, du kannst das Ganze abblocken und dementsprechend haben sie das Ganze angepasst. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass man nicht mehr wirklich die Möglichkeit hat, den Ball wirklich super festzuhalten. Ich hatte wirklich häufig jetzt schon die Situation miterlebt oder selbst erlitten, dass ich irgendwas machen wollte und mir der Ball einfach aus der Hand geschlagen worden ist oder ich ihn einfach verloren habe, weil die Situation es mir nicht im Normalen ermöglicht hätte, den zu behalten. Und das ist wirklich eine schicke Sache. Mehr kann ich bisher noch nicht sagen, denn man startet logischerweise nicht als Michael Jordan, sondern als irgendwer von der Tankstelle. Dementsprechend sind die Skills halt nicht sonderlich gut. Und ich kann dementsprechend nicht sagen, wie gut ist jetzt dieses Wurffeedback, wie gut kann man tatsächlich Sachen machen. Und da muss ich halt jetzt erstmal selber gucken. Ich werde das übers Wochenende machen. Ich werde vermutlich gefühlte 200 Stunden da rein investieren. In diesem Wochenende logischerweise. Und ich werde definitiv sagen, wie meine Meinung sich eventuell verbessert oder verändert. Wir gehen auch schon zu den News über. Ich habe in dieser Woche wirklich diese vier, bis drei, ich zähle NBA immer nicht dazu, sehr intensiv gespielt und dementsprechend ist dieser Bereich auch schon vorbei. Wie gesagt, wir gehen zu News über und zwar zum allerersten. SimCity Offline Mode ist in Überlegung, aber die Vergrößerung der Städte ist nicht möglich. Ich habe mir dieses Spiel damals auch gekauft. Meine Güte, war das enttäuschend und schlecht. Gibt es tatsächlich noch Leute, die ja nach einem Offline-Modus schreien, die das tatsächlich auch noch spielen und nicht auf Tropico oder die älteren SimCity-Teile übergegangen sind? Ich bleibe dabei, ich glaube, dass dieses Spiel ursprünglich ein Browser-Game sein sollte oder Facebook-Game, was auch immer, und man im Endeffekt dann doch nochmal umgeleitet hat. Denn wenn man sich das Spiel mal anguckt, diese Möglichkeit mit den Verbindungen, dieses City-Project-Scheiß, das klingt doch so nach Facebook. Oh, lad deine Freunde mit ein, bla bla bla. Dann das Fehlen von der Simulation, da ist überhaupt nichts dahinter gewesen, wenn ich mich daran erinnere, dass wenn die Leute ihr Haus verlassen haben, sind sie zur nächstbesten freien Jobstelle gelaufen. Wenn sie ihren Job verlassen haben, sind sie zum nächst freien Haus, egal wo sie vorher gelebt haben, einfach dahin und dementsprechend diese ganzen Stauprobleme und so weiter und so fort. Das war so grauenhaft schlecht und schön, dass sie an einem Offline-Modus in Überlegung sind, aber ganz ehrlich, spart euch die Zeit. Lässt dieses Spiel verrotten und macht ein gutes Spiel. Ich sehe nicht den Grund, warum man da noch irgendwas versucht zu retten, denn da ist nichts zu retten. Was soll man da noch großartig machen? Das Spiel ist fertig und ist Schrott. Ende aus Mickey Mouse. BioShock 2 entfernt Games for Windows Live auf Steam und verschenkt den Miveras Den DLC kostenlos an alle Besitzer. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Man hat wirklich darauf reagiert, dass Games for Windows Live jetzt so langsam die Tore zumacht. Zwar aktuell nur für den Marketplace, aber die Multiplayer-Funktionen und Co. werden irgendwann ebenfalls wegfallen. Und dann kann halt wirklich das Problem sein, dass dieses Spiel noch schlechter spielbar unter Games for Windows Live ist, als es eh schon ist. Und dementsprechend wirklich hier Daumen hoch, das ist wirklich schick. Gleichzeitig auch noch einen kostenlosen DLC hinterhergeworfen. Das ist wirklich gut und so behandelt man im Endeffekt seine Kunden. Rockstar hat die Microtransactions für GTA Online temporär deaktiviert. Es passiert doch immer und immer wieder und ich frage mich, warum Leute nicht lernen, Spiele, die gerade im Hype sind und Online-Modus haben, werden am allerersten Tag oder den ersten Tagen Probleme haben, sei es durch Bugs oder einfach, dass die Server nicht standhalten. Und ich verstehe es wirklich nicht, warum Leute es nicht lernen, dass man eben am Anfang halt sich zurückhalten sollte. Und ja, GTA hatte nun mal beides. Tutorials zum Teil haben nicht funktioniert, man konnte zum Teil nicht auf Server selbst connecten und die Leute haben halt das trotzdem angesteuert und haben herumgeheult. Dementsprechend finde ich es gut, dass GTA wirklich oder Rockstar wirklich hingegangen ist und hat wenigstens die Microtransaction deaktiviert, dass man halt wirklich das Ganze fixen kann und auch gleichzeitig hat die Leute nicht im Endeffekt das Geld für nichts raus den Taschen zieht. Man kann ja weiterhin, wenn man das Spiel spielen kann, durch Missionen und Co. weiterhin Geld sammeln, also da ist eigentlich kein Problem. Aber ich frage mich weiterhin wirklich, wieso die Leute halt da den großen Ansturm erzeugen, wenn sie eigentlich damit rechnen sollten. Gleichzeitig darf ich eine weitere Frage in den Raum schmeißen. Warum kaufen Leute eine Konsole der aktuellen Generation für GTA 5? Mir geht das nicht in den Schädel. Man kann wirklich damit rechnen, dass das für PC und für die beiden Next-Gen-Konsolen kommen wird. Warum geht man hin und gibt da nochmal extra Geld aus? Das geht mir nicht in den Schädel.
Kopien von Pokémon X und Y wurden frühzeitig in Kanada und Italien verkauft. Nachdem dann aber frühzeitig Spoiler im Internet durch einen speziellen User erschienen sind, war Nintendo so sauer, dass sie Leute entsandet haben, um diese Kopie wieder zurückzuholen. Der User hat durch einen Freund in einem Games-Laden das Spiel vorzeitig gekauft und hat sich dann halt hingesetzt und hat alles abfotografiert, was ihm entgegenkam. Dementsprechend weiß man jetzt auch mittlerweile, wie die letzten Entwicklungsstufen aussehen und viele weitere Informationen. Nintendo hat dann daraufhin das Ganze nachanalysiert, hat herausgefunden, wo sich der Kollege befindet und hat ihre Nintendo Ninjas losgeschickt. Der Kollege hat es dann aber relativ schnell realisiert, was er da angestellt hat, und hat die Kopie zurückgegeben, um einfach seinen Freund zu schützen, damit er seinen Job nicht verliert. Also da finde ich wiederum einen halben Daumen hoch, dass er doch wenigstens ein bisschen Einsicht gezeigt hat. Gleichzeitig natürlich auch wieder Hürde, dass er wirklich hingegangen ist und darüber Sachen gezeigt hat. Das war doch zu erwarten, dass die Leute darüber nicht sonderlich beeindruckt und erfreut sein werden bei Nintendo. Das ist genau das gleiche wie mit dem Teenager, dessen Vater bei Microsoft arbeitet und dementsprechend schon eine Xbox One zu Hause rumstehen ließ. Der Sohn hatte dann halt eine Kamera genommen, hatte alles aufgenommen, das Dashboard, was die Xbox One hatte, und hat es dann bei seinem YouTube-Kanal hochgeladen, wo man halt wirklich alles sehen konnte. Der YouTube-Kanal hatte den Namen des Jungen. Dementsprechend konnte man relativ schnell herausfinden, welcher Microsoft-Arbeiter das war. Man hat halt wirklich alles gesehen. Man konnte das Haus sehen, man konnte ihn, den Jungen, selbst sehen. Das war schon eine beeindruckende Aktion, und zwar beeindruckend dämlich. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, wenn man tatsächlich den Sinn bekommt, ein Spiel vorzeitig zu bekommen, spielt man A nicht online oder geht hin und verbreitet unendliche Informationen, denn da wird man sich vermutlich einiges anbrennen. Ein 9-Jähriger bringt eine Pistole sowie Messer und Hammer zur Schule, der Vater beschuldigt daraufhin Minecraft. Laut Aussage des Vaters bzw. der Ausrede des Sohns werden diese Gegenstände genutzt, um sich gegen Zombies zu wehren. Jeder, der dieses Spiel kennt, weiß, dass diese Waffen nicht mehr ursprünglich vorkommen. Es gibt maximal, was man als Messer vergleichen könnte, ist ein Schwert, das man sich machen kann, aber ansonsten eine Pistole kommt definitiv nicht in diesem Spiel vor. So, ich denke, der Punkt ist relativ offensichtlich. Der Sohn hat nach einer Ausrede gesucht, nachdem er die Waffe seines Vaters geklaut hat. Und der Vater sucht nach einer Ausrede, dass er eine Waffe scheinbar ohne größere Probleme hat herumliegen lassen. Es gibt zwar angeblich die Aussage, dass die Waffe nicht funktionstüchtig ist, aber das hat nichts zu sagen, denn die Waffe war scheinbar immer noch in einer guten Reichweite für einen 9-Jährigen. Watch Dogs wird mit 30 FPS auf PlayStation 4 und Xbox One laufen. Oh boy, da muss man sich doch wirklich fragen, warum man sich denn eine Next-Gen-Konsole kaufen sollte, wenn sie weiterhin nur auf 30 FPS läuft. Man darf nicht vergessen natürlich, dass die Konsolen am Anfang noch nicht optimiert sind. Die Entwickler wissen noch nicht die ganzen Tricks, wie man anwenden kann. Wenn man zum Beispiel die Xbox 360 am Anfang mit den Spielen am Ende vergleicht, da ist ein großer Unterschied zu sehen. Jedoch ist halt wirklich die Sache, man erwartet eigentlich den nächsten großen Sprung. Und dieser scheint nicht so groß zu sein wie in den vergangenen Generationen. Dementsprechend, ich bleib grundsätzlich dabei und ich empfehle wirklich am Anfang keine Konsole zu kaufen und erstmal abzuwarten, wie das Ganze aussieht. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze so überragend wird, wie es sich vielleicht andere ausmalen. Zieht besser eure Windeln an, denn es wird gleich feucht. Valve hat das Trademark für Half-Life 3 angemeldet und auch im Bug-Tracker ist Half-Life 3 als Kategorie erschienen. Halleluja! Gott Gaben hat endlich die Produktion freigegeben und ich bleib weiterhin dabei, dass es mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Gucken wir uns aber das Ganze trotzdem einfach mal an. Nach Half-Life 2 Episode 2 haben wir von Gaben mitbekommen, dass er das Episodenprinzip nicht sonderlich mag. Dementsprechend wird es keine Episode 3 wie ursprünglich geplant mehr geben und dementsprechend sollte der nächste Teil dann Half-Life 3 werden. Jetzt, vor ein paar Monaten, Jahren, Jahrzehnten, hatte dann Gaben wiederum gesagt, dass wenn man wirklich Ricochet 2, das der Projektname damals war, macht, dass etwas erstellt wird, was wirklich bahnbrechend ist. Und man hat Half-Life 2 gesehen, gerade sowas, was die Physik-Engine betrifft, war schon etwas, was man bisher nicht hatte. Und dadurch, dass jetzt Half-Life 3 scheinbar wirklich eine ernsthafte Sache ist, ist wirklich die Frage, was wird jetzt kommen? Was ist die Sache, die alle erstaunen wird, dass Half-Life 3 wirklich erinnerungswert machen wird? Denn es gibt viele Leute, die wirklich auf das Spiel warten, jedoch Zweifel haben, dass der Hype mittlerweile zu groß für dieses Spiel sein wird und es dementsprechend enttäuscht. Ich bin wirklich gespannt, nicht unbedingt darauf, das Spiel zu spielen, sondern was das Spiel wirklich sein wird.
Das war's mit Forscom Talks für diese Woche. Valve hat jetzt in den letzten 4 Wochen zusammen mit GTA so ein bisschen die Schlagzeilen regiert und ich bin gespannt, wie es in den nächsten Wochen mit den beiden weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.